Meine Taschenlampe ist leer. Ja, meine ist auch noch an. Jetzt sieht man Ich bei will mir. zumindest so Jetzt habe ich, sehen. hab ich original Blackscreen, by the way, ne? Also nicht weil mein Stream kaputt ist oder so, sondern einfach nur, weil ich die Taschenlampe ausgemacht habe. Naja, man hat deine Overlay halt noch, ne? Ja. So, Möppi, ist, hast du jetzt immer noch Blackscreen? Nein, jetzt habe ich meine Taschenlampe auch wieder angemacht. Da. Tja, in der. Machen wir dann gleich wieder diese Tassenlampenrechnung. Tassenlampen? Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt unten angekommen, ne? Aber man sieht halt nichts. Hier kann ich ein Feuer anmachen. Basti, wie viel Rüstung hast du eigentlich? Zwei. Okay, dann war es ja legitim, dass ich das verwendet habe. Alles gut. Ich gehe vor. Also hier unten waren wir noch nicht, ne? Nee. Nee, ist ein neuer Part. Ja, dann lass uns aber. Ja. Mir ist egal. Ich lass meine Taschenlampe erstmal aus. Okay, ich mach meine auch aus und Passi mit seiner vorrennt. Ja, ich wollte gerade sagen, das war mir vorher klar, dass Passi sowieso vorrennt. Warte, ihr habt halt Tasse gedrückt, Moment. Ich hab. Wie ich das S gedrückt. Ich rutsch vor. Okay, guten Tod, Passi. Ich vorrenne. Oh, jetzt ist dunkel. Oh nein, jetzt nur noch. Joa, jetzt ist dunkel. Waren wir hier nicht schon? Oh, hier waren wir doch schon. Fuck. Aber dann von der anderen Seite. Ja, hier waren wir schon. Schau auf die Karte, hier waren wir schon. Ja, aber von der anderen Seite waren wir hier. Warte, lass uns gucken, ob es hier Batterien gibt. Hier gibt es auf jeden Fall Seile. Ja, und Benzinkanister. Deswegen lass uns auch gucken, ob es hier Batterien gibt. Weil Batterien werden sehr, sehr wertvoll. Weil wir alle haben wenig Batterien. Wenn wir Batterien finden würden, würde uns das vieles einfacher machen bezüglich Taschenlampen und so ein Kram. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück, weil anscheinend fehlt uns ja noch was bei der Red Cave. Ja, ich weiß, aber ich wollte erst gucken, ob in diesem großen Raum. Ja, hier waren wir aber schon. Das ist der mit dem Stein in der Mitte, den kennen wir ja. Ich wollte gucken, ob hier Batterien sind. Wie gut, dass mir hier Leute zuhören. Ich weiß, was gucken wollte, ob hier Batterien sind, aber. Hier ist auf jeden Fall nur eine Kettensäge. Hier ist auf jeden Fall nur eine Kettensäge. Ich hab meine noch. Ich hab auch meine. Boah, ich hab meine auch noch und weiß nicht, wo ich lang gehen muss, weil ich nicht sehen kann, also nehme ich jetzt meine Taschenlampe. Du kannst doch einfach unseren Namen folgen. Das bringt nichts, wenn ihr um 80 Ecken schon rum seid, Bass. Ich kann dich anleuchten von hier oben. Ja, ich kann auch einfach meine Taschenlampe benutzen und mich selber umgucken. Oh, ich wollte nicht runter. Ups. Ach, hier geht's noch weiter. Sehe ich gerade. Was, ich warte doch. Nee, ich habe nur geguckt, weil ich dachte, da hier so ein kleiner Kack. Keine Ahnung. Ich finde das hier ganz interessant, was ich hier gerade sehe, aber ich glaube, das ist. Da ist da, also ich weiß, dass da nichts ist, aber ich finde es ja ganz interessant. Dann klettere ich mal wieder nach oben. Und esse dabei schon Schokolade. Ich beneide dich gerade so sehr, ne? Ich auch. Komm her, die Tafel ist noch fast voll. Noch. Alles klar, gib mir 4 Stunden. Okay. Also ich kann dir versichern, wenn du 4 Stunden brauchst, ist du leer. Ja, tut mir leid, ich habe leider keinen Privatjet, mit dem ich zu dir fliegen kann. Wie, hast du nicht? Du bist für tauchen. Nee, leider nicht. Willst du durchquetschen? Das sieht hier nach. Quetschi, quetschi. Ein Koppel ist nichts. Zweifelsohne, gerade. Nee, aber dafür ist mir jetzt kalt und ich bin nass. Same. Ja, warte. Oh, ich sollte hier nicht im Weg rumstehen. Als ob die hier so viel. Passi, mach deine Lampe aus, wir haben die Fackel. Hier sind da auf jeden Fall Druckluftflaschen. Ich mein Thema voll, Tipp wieder.
Was irgendwie nie leer geht. Besser. Ja, das ist irgendwie ein sehr interessantes Feuerzeug. Geht das irgendwann mal leer? Hm. Wieso sollte es auch? Oh, mir ist kalt. Ja, ich bin hier mit der Fackel. Alles gut, Murphy. So. Ja, ich kann mir auch einfach meinen Wärmeanzug anziehen. Stimmt, ja. Stimmt, der existiert ja. So, Posse leads the way. Ich bin der Map-Guy. Also, wir sollten am besten wieder die Kletterwand zurück, die wir runtergekommen sind. Weil es scheint noch ein Raum zu sein, den wir noch nicht waren, größerer. Oh, ja, warte, ich will mich hier nochmal umgucken. Weißt du, was mich wundert, dieses Spiel? Dass dieses Spiel so unglaublich viel unnötigen Kram hat. Das kannst du mir nicht erzählen. Also, ich bin jetzt auch nochmal hier hingetaucht, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass hier nichts ist, außer diese Druckluftflaschen hier unten. Aber hier sind echt nur diese Druckluftflaschen hier unten. Das kann doch nicht sein. Also, ich fand es schon so mega komisch, dass in Anführungsstrichen dieses ganze Schneegebiet komplett umsonst war, ne? Also, jetzt bin ich hier echt nochmal getaucht, aber da ist halt echt einfach nichts, ne? Also. Ich gehe mal in die Richtung, in der die Karte sagt, dass wir da noch nicht waren. Hier was mal angucken. Ja, ich guck erstmal hier. Ich suche erstmal hier wieder den Aufweg, weil ich mit meiner Taschenlampe, ich bin echt so ein hoffnungsloser Fall. Ich muss mich immer erst 80 Jahre orientieren. Zumindest laut Karte waren wir hier noch nicht, aber hier ist eigentlich nur dieses Wasserbecken. Das sind die Möppi ertrunken. Ja, da war nichts. Da war nichts? Nein, da war. Ja, aber Passi, guck mal auf deine Karte. Passi ist doch auch gestorben letztens, schon genau wie ich. Auf Passis Karte wirst du auch nicht mehr finden als bei dir. Dann bin ich ja der Kartengeil, und der Kartengeil sagt, wir sollten da tauchen, weil da ist noch was. Dann guck ich mal. Und wir sind hier noch nicht getaucht, oder? Doch, hier sind wir schon getaucht. Aber ich glaube auch, dass wir hier schon waren, weil wenn ich mal in mein Notizbuch gucke, fehlt mir nur noch einer. Einen kommen wir raus, ich komm mal raus. Hier sind wir auch getaucht. Ich wollte gerade sagen, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Wenn ich in mein Notizbuch gucke letztes Mal, fehlt mir auch nur noch eine einzige Höhle, die wir nicht komplett erkundet haben. Der Rest ist abgehakt. Kann ich dir sagen, sobald ich aus dem Wasser raus bin? Vielleicht leckst du da? Oh, warte, hier kommt man raus. Ja. Na, guck mal, wo wir rauskommen. Wir sind bei unserem Lager. Ja, ich weiß. Die letzte Höhle, die in meinem Buch noch fehlt, warte, ich kann es dir sofort sagen. Die hatte Passi gar nicht in seinem Buch. Das hat mich ein bisschen verwundert. Feuchte Höhle fehlt mir noch. Hängende Höhle. Erforsche die hängende Höhle. Warte mal, wo war das Höhle jetzt? Weiter. Das war das bei den Notizen oder war das davor? Die To-Do-Liste. Ja, super. To-Do-Liste, ja. Das ist der Haken. Ach da. Also. Toll, warum wird die denn zurückgesetzt? Bei mir steht jetzt nur hängende Höhle, die ist durchgestrichen, feuchte Höhle ist nicht durchgestrichen und Unterwasserhöhle. Ja, bei mir fehlt die feuchte Höhle auch, aber die hatten wir im letzten Stream definitiv abgehakt. Die tote Höhle fehlt mir noch. Die tote Höhle hatten wir beim letzten. Okay, dann haben wir die Höhlen alle erkundet. Weil der ganze Rest war bei mir im letzten Stream safe durchgestrichen. Was mich hat wundert, bei mir steht, erforsche die hängende Höhle. Yay, woo, Kati! Wir haben was gemeinsam. Ja, das weiter ist dann nicht heißt dann wahrscheinlich, dass es durchgestrichen dass es fertig ist. Weil ich streiche halt immer nur ein Dings durch. Ah, die finden einen Weg, die. Ja, bei mir sind alle Höhlen durchgeklettert. Mir fehlt nur, findet Timmy. Den Typ, den wir. Unseren Sohn, der entführt wurde, den wir das ganze Projekt lang ignoriert haben. Moment, ich hab einen Sohn. Surprise! Aber ich muss kein Kindergeld zahlen, oder? Sonst möchte ich hier bleiben. Hier muss ich auch keine GZ zahlen. Der Brief ist noch nicht angekommen. Immer noch nicht. Ne, für unser Lager hier. Jetzt gucke nicht. Naja.
Was, ich soll euch mal zeigen, wie das geht. Ja. Warte, jetzt kann ich ihn anmachen. Aber ich hab gesehen, es gibt ein Achievement dafür, wenn man einen Vogel mit einem Pfeil trifft. Ja, das werde ich niemals, bekommen, ich habe keinen Aim. Und jetzt sag nicht, Kati, du hast auch keinen. Mit der Melone hast du in meinen Bauch wunderbar getroffen. Das, der hast du voll versenkt, die Melone. Ja gut, dann würde ich Tatsache sagen, lass uns zum Loch gehen. Loh, ich habe den Schiebchen auch bekommen. Warte, weil ich den Vogel mit dem Pfeil getötet habe. Mhm. Weil du der Host bist, unfair. Du musst dir das schon verdienen, Passi. Der Bird, Spiel, was soll das? Ja, gut, dann habe ich den halt nicht, aber die Achievements sind mir auch egal. Wollen wir dann jetzt zum Loch gehen? Ein Regenbogen! Ein Regenbogen? Oh ja, ein Regenbogen. Ein Regenbogen! Cool, cool. Ein Bogenregen. Wusstest du gar nicht, dass es in diesem Spiel Regenbögen gibt? Jetzt wird gerade in meinem Tipp geschrieben. Moment. Aber, ihr drei habt einen so. Aber auf jeden Fall, jeden Fall super nice mit dem Regenbogen. Wieder ein nettes Detail. Ja, natürlich haben wir einen Sohn. Was hast du denn gedacht? So, wo gehen wir hin? Wir uns. Ja, ich würde sagen, wir gehen zum Loch, oder? Wir haben sonst nichts mehr. Höhle war das? Das war die im Nord. Das war die mit der. Da, wo wir runtergesprungen sind. Wo du das erste Mal runtergefallen bist. Wo alle gestorben sind. Wo Passi und ich es überlebt haben, du aber leider nicht. Was ironisch ist, weil du es beim ersten Sprung überlebt hast. Ja. Ich benutze die Seilrutsche zu unserem alten Lager. Obwohl, okay, aber ich glaube, das ist eine Idee. Aber ich glaube, die war eher linksrum, oder? Ja, die Höhle, da müssen wir ja gerade einmal am Loch komplett vorbei. Wir müssen praktisch ans andere Ende der Map. Das war der Techniker. Schon klar, Gatti, schon klar. Ich muss auch ein bisschen Musik hören. Ausdauer und so. Ich geh schon mal vor, Mappy, ne? Hä? Ich komm. Mit der Musik, die jetzt im Mainstream kommt, passt das auch ein bisschen. Passi will halt die ganzen Kannibalen im Wald auch uns aufmerksam machen. Weh, da steht ein Baum, weh, da steht ein Baum, weh, da steht da, hier steht ein Baum! Oh, hier sind welche. Passi. Weiße. Mitzelschnatzel! Ich bin übrigens vom Baum gerutscht, ne? Also ich bin auf dem Weg. Vor allem wie der andere nichts tut, ne? Ah! Hier ist echt ein. Ich guck den so an und dann er macht nichts, ich mach nichts und dann so, oh, da ist ja einer. Läuft dann links an. Ja, ich hab's wieder ausgemacht. Ich hab ja den Typen angegriffen, Mann. Das war ja nicht extra. Hat noch gelebt. Jetzt nicht mehr. Okay, gehen wir zur Höhle? Ja, bitte. Dürfte ich kurz einmal baden? Ich bin Blut überströmt. Vor allem, wie immer nur Passi mit Blut überströmt ist. Fast so, als wäre der aggressivste von uns alle. Ich wollte gerade sagen, da kommen welche. Passi immer. Da kommen vier. Da kommen fünf. Renn weg, Möppi, renn weg. Hier lang, folg mir. Ich kann Molotov schmeißen. Aber ich bewahre mir mal lieber auf. Ich habe keinen Bock gegen die zu kämpfen, wenn wir jetzt auf dem Weg zum Loch sind, um ehrlich zu sein. Okay, ja dann. Wir brauchen Möppi, uns bewusst. Ja, die folgen uns. Ich habe keine Ausdauer. Gar keine mehr. Ich habe auch gerade keine Ausdauer. Ich muss erstmal ein bisschen. Aber solange wir die mich nicht treffen, das ist egal. Wir müssen ja nur die Höhle erreichen, bevor die. Ja, ich folge mich. Die wollen mich. Vielleicht, weil du die angezündet hast, Passi. Nur mal so als kleiner Gedankenanstoß. Passi, warum hast du die schon wieder um? Ich hab nur einen gekillt, weil der mich angezündet hat. Ja, weißt du, wunder dich nicht, Passi. Weißt du, wunder dich nicht. Möppi, hier wächst übrigens Aloe Vera. Nur die normalen. Ja. Ich wünsche, es würde irgendwas wachsen, was mir mein Hunger ein bisschen. Da ist ein Abgrund. Ja. Ich muss halt echt besser aufpassen, wo ich hinlaufe. Hey Frankie. Ich nenne dich jetzt einfach mal Frankie, ich hoffe, das ist okay. Ja, Essen wird überbewertet. So oft wie mancher Hunger hat, weißt du was, der müsste inzwischen rund sein wie ein Gymnastikball, du. Vielleicht hat er Hunger, weil das. Ich hab heute schon drei Echsen und einen Vogel gefuttert, dann muss reichen erstmal.
Übrigens hier ein dekorativer Höhleneingang zur Seite. Moment, ich komme. Joa, ich bin auch ein bisschen langsam unterwegs. Also der ist ein bisschen auf Diät, mein Schaden gerade hier so ein bisschen, ne? Muss ein bisschen sportlicher werden hier mal. Die Ausdauer ist gerade auch ein bisschen. Ja, ich sag jetzt mal. Komplett immer. Im ne, okay, ich sag das Wort jetzt nicht in den 5 Buchstaben. Im Popo. Ja, das sind 4 Buchstaben. Oh, was wächst hier? Aloe Vera? Ich craft mir mal, glaube ich, ein bisschen Aloe Vera. Ein bisschen Medizin. Ich habe jetzt 6 Aloe Vera. 10 Ringelblumen. Dann habe ich super viel Medizin, also natürliche Medizin. Die kann ich dann euch auch einem von euch geben, wenn ihr braucht. Was? Ich will mal gucken, ob du Popel hast. Was? Ich habe Fragen, Möppel. Ja. Ich bin Arzt. Lass mich durch. Ich hab Fragen, Möppi. Mach mal, hast du Fragen? Ich hab Fisch. Ich mach mir nur weil so. Weil dich mein Naseninhalt interessiert und das finde ich nicht so reizend. Nicht? Irgendwas muss ich ja machen, während du nur doof rumstehst. Wo ist der Höhlengang? Ich weiß nicht, lauf einfach was hinterher. Da bei der gelben Fahne, ich muss nur gerade eine gute Stelle finden, um. Ah, hier geh ich runter. Oh ne, dumme Idee, dumme Idee. Oh, dumme Idee, ja. Toll was, danke! kann mich jemand hochholen? Ich komme. Warte, Möbel, die? Ja, dumme Idee! Ja, dumme Idee! Danke. Ich heb ihn auf. Ich bin dabei. Ich auch. Toll, wer hat mir jetzt hochgeholt? Ich hab doppelt aufgehoben. Ja, ich habe auch zweimal das Geräusch gehört. Ich danke euch beiden. Ich habe auch zweimal das. Das ist alles nur, weil ich dir blind vertraut habe, Bass. Darum springe ich immer nur mit dem Schildkrötenpanzer runter. Nee, ja. Warte, diese gelbe Fahne ist nicht dahin, wo wir hinwollen, sehe ich gerade. Sag ich doch, ich glaube, das ist das. Ich glaube, wir sind einfach auch falsch gelaufen schon. Nee, es geht noch. Es geht noch. Was, ich laufe einfach stumpf auf deinen Namen zu, nur weil ich sonst einfach nicht sehe, weil es gerade bei mir, weil es halt. Oh, Passi ist mit Lichter. Und mit seinem Katana. Passi ist Dichter? Was? Passi ist Dichter, ja. Dann ja, lass mal hören. Am meisten verabscheut. Passi reimt immer in einem Schweifreim und immer, es ist immer ein fünffäbiger Jambus, den er benutzt, oder Trocheus. Ich glaube, ich werde Philosoph oder Dichter. Und auch ein Philosoph mit der Zeit immer Dichter. Passi, das bezieht sich nicht auf Alkohol. Boah, ich hab Kannibalen gehört. Ja, ich laufe hier mal wieder ohne Ausdauer hinter Passi her. Was, die sind hinter dir. Ich weiß, hab's gehört. Wow. Wir laufen übrigens gerade zurück zu unserem Lager, falls es niemandem aufgefallen ist. Ach, da ist ein Kannibal. Ja, hinter dir. Ja, ich hab doch nichts ausgerüstet, Mann. Ich bin doch überfordert im Moment. Kann mich noch mal jemand hochholen? Ich sollte ja, vielleicht. Einen Moment. Ja, ich sollte vielleicht wirklich was essen. Ich auch gleich. Hilfe. Und ich muss Licht anmachen. Warum war ich mein Sperr nicht ausgerüstet? Ich hab grad Medizin zu mir reingepfiffen. Ja, ich hab irgendwie mein Sperr nicht ausgerüstet gehabt. Das war vielleicht ein bisschen problematisch. Im Nachhinein. Geh mal mit raus. Oh mein Gott, wie viel sind hier? Lauf. Wohin? Muss ich aufwärmen. Ah! Muss mich auch aufwärmen. Ich nicht, ich hab einen Wärmeanzug. Klappe, Möppi. Ihr wolltet ja keinen. Vielleicht brauchen wir dafür einen Wärmeanzug. Möppi, du rennst genau aufs Loch zu, ne? Ja, aber das wollen wir doch oder nicht? Nee, direkt aufs Loch, sodass du reinfallen würdest, wenn du weiter rennst. Ja, ist doch egal. Dann bin ich halt auch unten. Vielleicht treffe ich hier das Wasser. Stimmt, da ist Wasser drin. Wollen wir, aber nicht. Ich habe keine Ausdauer, Leute. Ja, ich auch nicht. Es ist dunkel. Ich habe meine Taschenlampe gerade an, damit ich überhaupt irgendwas sehe. Ich höre, Passi, wir müssen kämpfen. Ich höre, wie die mir hinterherlaufen und wirklich ich Leben habe ich. Und wirklich, Leben, grau, und wirklich Leben habe ich auch nicht. Ich bin grau. Renn um dein Leben, Bas. Renn. Aua.
Wenn mich hier beschützen will, dann will ich hier schon wieder. Bass, bleib hinter dir, damit du hier. Ich geb dir mal ein bisschen Rückendeckung, okay, ja, ich hab wieder ein bisschen gut, mehr. Alles gut. Ich hab Medis geschluckt. Die verfolgen mich gerade nicht. Ich sehe das nicht gerade nicht. Ja, Medis sollte ich auch mal schlucken. Aber ich hab grad einfach so ein. So, jetzt schluck ich auch mal eine Medizin hier. So, Bass, wo war denn jetzt der Eingang von der Höhle? Einen Moment, wir sind gerade einfach nur weggelaufen. Hier ist das Loch, das ist schon mal gut. Da müssen wir einmal rundherum. Ich folge dir damit. Alter, meine Fackeln gehen die ganze Zeit kaputt, was ist das? Ich sehe die ganze Zeit einfach. Würden behaupten, es könnte am Regen liegen. Ich habe einfach das. Ich habe einfach das Glück, dass ich das Spiel ein bisschen dunkel eingestellt habe. Nachts deswegen sowieso schon wenig sehe. Dann mache ich die Taschenlampe an und dann sehe ich einfach noch weniger. Ich sehe mit der Fackel aber noch weniger. Ja, mit der Fackel sieht man echt nichts. Wartet mal, ich muss mal meinen Rekorder anmachen hier. Ich brauche Musik, sonst wird das nichts. Ja, ich auch.